Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim Part 121. Dem da oben gehe ich jetzt an den Kragen. Das ist ein totaler Blindfisch. Ist da jemand? Die Tür hat Schutzschild. Und was habe ich gerade getan? Gold. Was habe ich denn für Bekleidung an? Die. Elfenstiefel habe ich auch schon. Also ja, nichts mehr Interessantes. Oh. Ah, Redekunst. So. Ich habe gerade nur was geguckt. Was ich wie hab. Oder? Nee, ich wollte nur gucken, ob ich vielleicht was vergessen habe. Und... Na, was ist hier drin? Oh, viel wert. Wendeltreppe. Automatische Speicherung, das ist gut. Oh, was erwartet mich denn hier? Ein Kampf. Stirb. Er kommt nicht nah genug an mich ran. Eine Truhe. Ein mächtiger Seelenstein. Gold, Stahlpfeile. Gnade. Elementarraserei. Dass das der einzige Trauge in diesem... Oh, ein Aussichtspunkt. Aber hier nicht im Sinne von Assassin's Creed, sondern eher, wie es auch wirklich sein sollte. Es ist ein Aussichtspunkt. Nur
hat nichts mit Synchronität zu tun. Die Frage ist jetzt. Wie komme ich da heil runter? Mit Schnellreise. Zum nördlichen Teil, dann gehe ich südlich. Um den Berg herum. Haben wir uns auch ein bisschen tricksen können. Auf nach Falkenring! Ich gucke mir auch hier immer um, weil hier könnte... Hier erscheint häufig mal ein Drache. Drüben in Rifthorn wurde jemand ermordet. Eine alte Dame, die ein Waisenhaus geleitet hat. Das muss diesen armen Kindern das Herz gebrochen haben. Nö, es hat ihn gefreut. Bin ich hier in der richtigen Richtung? Oh ja. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nein. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Okay. Okay, finde Lot. Okay, dann spreche ich mir mal mit ihm. Ich glaube, das ist eine Detra-Quest. Und Detra-Quests mache ich liebend gerne. Ach nö. Weil es so spät ist, kann ich jetzt nicht mit ihm reden. Es ist blendend hell. Immer noch nicht. Etwa noch eine Stunde. Ach ne, er ist draußen jetzt. Dein Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreut. Nein. Auf der Straße läuft einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Aha. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Mhm. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Mhm. Gut. Ihr könnt euch ein wenig Gold verdienen, wenn ihr erfolgreich seid.
Also, seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Ja. So, diesen Hund suche ich jetzt mal. Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe. Ihr habt mich gesucht? Ja, ich glaube, ihr seid genau die Person, die ich brauche. Wisst ihr, mein Name ist Barbas und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Und wobei sollte ein Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ah. Ja. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Mhm. Also zum Schreien soll ich. Und wo ist das? Ach, Karte. Hm? Ist die aktiv oder was? Jetzt kann ich gucken. Ach nee, ich muss ihnen ja folgen. Falkenring war einst voller Wanderer und Krieger, wie ihr es seid. Das war... Los, weiter! Jetzt müssen wir diesem Köter folgen. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande. Weiter, weiter, weiter. Wo willst du hin? Du kannst das so einfach hier hoch? Das möchte ich auch gern können. Felsen hochklettern. Ohne Probleme. Und warum hat es gerade eben so übelst geleckt? Ah, da wollen wir wieder welche Haue haben. Hund, wo bist du?
Das hat wohl nicht sehr viel genützt. So. Ah. Was? Warum kommst du denn auf einmal? Ich nehme an, dies gehört euch. Ja, woher habt ihr das? Ach, vergesst es. Hier ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich werde diesen Dieb aufspüren und umbringen. Ich liebe Herausforderungen. Steckt er schon wieder in einem Kampf drin? Und weg mit dir, du Troll! So. Und ich würde hier sagen, hier beende ich den Part. Und das war Let's Play Skyrim Part 121. Und bis zum nächsten Part.